Hi, heute ist nicht so mein Tag und ja, das liegt wahrscheinlich an Sonne, Sommer und so weiter. Und so dachte ich schnibbel euch schnell fix ein paar Videos von Leo zusammen und kommentiere es für euch so ein bisschen. So, ich mache mal das Voice-Over für meinen kleinen Mann. Also hier seht ihr unser Bad mal von unten und das ist der besagte lila Stuhl. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, um den sich meine Mutter und mein Hase ständig zoffen. Und er liebt es, wenn er es darf, im Bad rumzurennen, weil ich habe echt noch nie einen Hasen gehabt, der, entschuldigt, ja, der so unglaublich auf eine Toilette abgefahren ist. Also Leo, der fährt auf Kloschüsseln ab. Ja, man kann es nicht anders sagen, aber da verbringt er viel Zeit. Und ja, so wirklich dieser Moment, du willst deinen Hasen filmen und er lässt sich nicht sehen. Ja, als nächstes seht ihr jetzt hier so seine zweitliebste Beschäftigung, nämlich meine Mutter ärgern. Und ja, das macht er dann meistens so im Sinne von zu ihr hingehen, sie knuffen, nochmal hingehen, nochmal knuffen. Und das kann man so richtig gut beobachten. Und manchmal macht er auch ein Männchen, wie jetzt gerade. Ja, da seht ihr mein Knie. Ich trage immer noch keine Hosen, da versucht er dann schon meine Mutter ihre Füße anzuknabbern. Ja, so knabbermäßig ist er eigentlich nicht so furchtbar wie andere Hasen, die ich schon hatte. Er knabbert sehr wenig im Vergleich. Also, ich bin manchmal sogar besorgt, dass er zu wenig knabbert. Jetzt mal Luft holen für mich. Ja, und hier seht ihr dann das andere. Das sieht jetzt brutaler aus, als es ist, aber wenn ein Hase mit euch versucht zu kämpfen, müsst ihr das Köpfchen leicht nach unten drücken, um ihm damit zu zeigen, dass ihr dominant seid. Aber das Problem ist bei Leo, er findet das überhaupt nicht lustig und dann schmollt er. Das ist Leos Ich-Schmoll-Blick. Jetzt schmollt er und wenn er dann anfängt, dann kommt dann auch kurz danach der längere böse Blick und ja. Dann irgendwann hört er dann aber auf und dann guckt er meistens dann so rein. Und ja, aber nur weil er dann mehr oder weniger besiegt wurde, heißt das nicht, dass er aufgibt. Also man kann es ihm lassen, was man will. Er versucht sein Glück wieder. Ja, deswegen ist er auch für mich. Und ja, seit neuestem hat er aber eine neue Angewohnheit, die finde ich so ganz witzig, wenn ich ehrlich bin. Und ich dachte erst, er hätte eine Ohrenentzündung. Weil das eben auch eine Möglichkeit ist. Das macht der Hund immer, wenn er Ohrenentzündung hat. Aber bei Hasen heißt es immer nein. 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 Und ja, das ist jetzt seine eine neue Beschäftigung. Die andere ist, er schnuppert zurzeit extrem gern bei uns am Türrahmen. Also unter der Tür da drunter, da schnuppert er so leidenschaftlich gern. Boah, ich muss echt was für meine Kondition tun. ja, und da schnuppert er und schnuppert er und schnuppert er dann. Und ja, es hat auch einen Grund, warum er da schnuppert. Ich habe euch zwischendrin ein paar Bilder, weil ich gedacht habe, Luftholmoment. Ja, und das ist ein anderes Ding, wo ich ganz stolz auf ihn bin. Er kann Treppen springen. Und was ihr da seht, ist auf der einen Seite mein Ravec-Müll, auf der anderen Seite sein Futter und ihr seht da ein bisschen Rubby Bubble und meine Schuhe. Da seht ihr meine noch mehr. Also die Schuhe, die ihr da seht, die sind eine meiner Lieblingsschuhe, also die schwarzen. Ja, okay. Ich denke, das war's und wir sehen uns. Bis nächste Woche und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Tschüss.